Servus Leute, willkommen zurück zu Super Mario Origins 2. Wenn das am Anfang stimmt mit den Sternen, also wenn man das Spiel auswählt. Ich habe 11 Sterne, hier ist mindestens einer. Wo zum Kuckuck sind die alle? Weil das hier wäre der 12., es fehlen aber trotzdem noch 5. Ich habe keine Ahnung. Ah, wieder geile Musik. Ich meine, ich könnte in den Städten oder so gucken. Achso, hier war ich zuletzt Mario. Ich könnte in den Städten und so weiter gucken, aber wenn ich nichts finde, dann werde ich wohl oder übel Final fragen müssen, wo das ganze Zeug ist. Hau ab! Wow, der hat nämlich fast... Ja, geil. Komm her. Mach! Er kommt da gar nicht hoch. Perfekt. Oh nein, stimmt ja. Was denn? So. War hier nicht eine... Wow! Eine Feuerfahrt oder so? Hier mit diesen Schädeln? Moment, jetzt kam der... Genau. Weil Musik ist gut, aber die klingt nach Gameboy. Genau, das da. Nein, jetzt habe ich keinen Spin-Jump. Das ist jetzt natürlich doof. Und ich werde wohl oder übel die nächsten Tage dieses Spiel nicht aufnehmen können. Einfach, weil ich rendern muss. Ich muss das ganze Zeug rendern. Ich habe bisher nur die erste Folge gerendert. Wow. Ja, super. Ja. Ah. Nein! Ja. Ich habe bisher nur die erste Folge gerendert und langsam aber sicher geht mir ein bisschen der Speicher aus. Noch eine Blume? Ja. Mal ganz davon abgesehen, dass ich Hyperdimension Neptun ja eigentlich auch aufnehmen sollte. Aber okay, Pokémon... Es gibt noch 10 Pokémon-Parts in etwa. In Neptunia habe ich ungefähr 7 oder 8 Parts hochgeladen. Also in den nächsten 2 Wochen sollte ich da diesbezüglich zumindest keine Probleme bekommen. So, jetzt. Warten. Ja. Mit Link geht es irgendwie einfacher. Das werde ich mir bestimmt nicht holen. Warum hat Final die Münzen da, oder Rubine in dem Fall, platziert? Ich bin nicht so blöd und hole die mir. Okay. Aber ich muss aufpassen, es muss hier irgendwo ein Secret Exit geben. Moment, jetzt kam, glaube ich... Genau. Ich komme nicht mehr zurück. Scheiße. Es war so nicht geplant. Egal. Entweder schaffe ich es oder nicht. Es ist blöd, weil jetzt habe ich Link. Mit dem bin ich hier ein bisschen schlechter unterwegs. Okay. Ja, wegen den Leitern. Oh! Das geht, cool. Ja, jetzt habe ich mir natürlich Zeit gelassen, aber war jetzt schön blöd. Wow! Wow! Kann ich es noch reißen? Kann ich es noch raisen? Yundong gegen Inaba? Moment, ich kann es nicht reißen, weil... Der Abstand geht sich nicht aus. Nee, geht sich nicht aus, schade. Da brauche ich Mario für. Und Mario war relativ in der Nähe. Schade. Ich meine, es ist schon irgendwie ein bisschen blöd, dass man immer mit Link startet, aber naja, er ist nun mal die erste Figur, die man hier am Anfang hat. Ich glaube, das ist auch der Grund dafür, warum man immer mit Link startet. Das da habe ich. Das über den Wolken. Das weiß ich.
Ja, diese Panzerbrigade habe ich auch. Militärbasis eben. Genau, Marios Verwandlung. Ich meine, ich könnte auch mit Link die schnelle Variante schaffen, da bin ich mir sicher, aber mit Link habe ich irgendwie weniger Feingefühl. Also wie mit Mario. Ansonsten, wo sollen denn hier noch Sterne sein? Keine Ahnung. Wo könnten die Sterne sein? Ich könnte eventuell versuchen, mit diesem Knochenfloß da irgendwo runterzufahren. In der Hoffnung, dass es da dann weitergeht, aber darauf sollte ich mich nicht verlassen. Vielleicht hier in den Häusern oder so. Da hier, Panzer. Die werden ja alle nicht als solche Ausgänge gekennzeichnet. Aber stimmt, ich starte wieder von Anfang, da war ja was. Wahrscheinlich, weil ich die Figur gewechselt habe. Eigentlich schade, dass... Hau ab. Oh. Eigentlich schade, dass Sonntag ist, weil ich muss morgen wieder schuften. Ich würde gern Anime suchten. Im ganz bestimmten. Ich habe ihn zwar schon gesuchtet, teilweise. Aber die letzten... Wobei, doch, die letzten paar Folgen habe ich mir auch angesehen. Oder nee, ich glaube, die letzten drei Folgen habe ich nicht gesehen. Dieser Anime heißt Spy X Family. Da geht es irgendwie darum, dass ein dass ein Spion für eine bestimmte Mission, die er machen muss, um nun mal den Frieden in sein Land zu sichern, eine, ja, Identität annehmen muss, eine andere, weil ist ein Spion und so. Und für diese Identität braucht er zwangsläufig ein Kind und eine Ehefrau. Und das Kind holt er sich aus dem Waisenhaus, ist aber rein zufälligerweise, hust hust, ein Mädel, das Gedanken lesen kann, weil sie, naja, mal Opfer von Menschenexperimenten oder so wurde. Und die Frau, die er sich aussucht, ist in Wirklichkeit eine Attentäterin. Wovon er aber nichts weiß. Und die Frau, ich weiß gerade nicht, ob die Frau weiß, ob er Spion ist, aber... Naja. Und die Frau verknallt sich im Laufe der Zeit in ihn. Oder so mehr oder weniger. Ich weiß nicht, ob es wirklich Liebe ist, aber es ist mehr so... die Frau will nicht riskieren, ihr schönes Leben zu verlieren. Und naja, deswegen tut sie eben alles dafür, um das ruhige Elternleben, das harmonische zu wahren. Und so entstehen nun mal alle möglichen lustigen Situationen. Und der Kerl, der Spion, denkt sich, stellt sich 100 Fragen über alles Mögliche, über Alltagssituationen, über ganz gewöhnliche Philosophie, der erstmal 3 Stunden lang. Oh verdammt, jetzt habe ich... Das sieht irgendwie cool aus. Jetzt bin ich aber... Da oben, habt ihr das gesehen? Wie komme ich da hoch? Ich wüsste, wie ich da hochkomme. Aber dafür brauche ich... das passende Level. Da oben ist auch was, okay. Ich weiß nämlich nicht, ob ich da auf normalen Weg irgendwie hochkomme. So, es muss irgendwo so ein Tanuki-Dings geben. Die Frage ist nur, wo? In welchem Level? Achso, hier, ihr wisst schon, mit dem man fliegen kann. Wobei... Toad kann einen Doppelsprung. Und Link? Link kann fliegen. Ah, das heißt, ich brauche Link. Aber kommt der so hoch? Moment. Muss jetzt erstmal gucken.
Ja, und jedenfalls dieser Anime hat ziemlich lustige Situation. Vor allem die Frau, die da ist, die, oh Gott, wie heißt die jetzt nochmal? Jor, also YOR. Die ist schon. Ja, ich finde sie gar nicht mal so schlecht. Und naja, wenn die. Wobei, die ist schon irgendwie gnadenlos. Ist ja auch eine Auftragskillerin. Südturm. Aber die hat mehr so einen asiatischen Style. Flipstadt. Mystic Temple. Aber ich bin klein. Ja, ich weiß, ich brauche 17. Aber ich habe viel zu wenig. Wo war der Dings zum Fliegen? Ah, da hätten wir Link. Falsches Level. Wenn ich... Ja. Lass mich raten. Okay, ich starte hier. Das ist ja schon mal gut. Problem ist nur, ich bin jetzt wieder Link. Hier gab es nichts zum Fliegen. Das war nur der Wald. Toll, jetzt kann ich das richtige Level erstmal suchen. Es dauert ja 100 Jahre. Bin ich blöd? Da war ich doch gerade drin. Ah, die Musik wieder von Mischief Makers war es, glaube ich, genau. Genau. Das da brauche ich. Aber das ist nur Level intern, oder? Ja, das war dumm. Achso, nee, das ist zum... Genau. Das war nicht das, was ich gesucht habe. Toll, jetzt kann ich hier rumsuchen, das richtige Level. Und ich kann mir meine Videos nicht mal angucken, weil ich sie noch nicht gerendert habe. Irgendwas habe ich eingesackelt. Ja, ja, mach nur alles kaputt. Du Sau. Ich glaube, dass das Lied aus Terranigma ist. Es ist nicht aus Zelda. 100 Pro. Okay, hier muss ich wahrscheinlich auch nicht hin. Peach. Der Wald. Ne, hier gibt es Feuerblumen. Da ist gar nichts. Was war das hier nochmal? Boah, in die Augen. Autsch. Ja, ich gehe jetzt nur so grob durch die Level. So, hier war ein blauer Schalter, den ich drücken musste, glaube ich. Wow! Nee, grüner. Aber ich wusste, es war hier ein Schalter, immerhin. Los, als Peach kann man da rüberfliegen, das weiß ich noch. So. Ich habe schon gewusst, dass ich den Sprung nicht schaffe. Ah, wo war dieser bescheuerte Tanuki-Ding? Hier? Ich dachte kurz, das wäre... ja, genau, die Nachtmusik aus den Hyrule-Feldern von Zelda Twilight Princess. Das ist so dumm.
Ja, was man am Anfang hört. Das klingt nach Luigi's Mansion. Bin ich dumm? Warum mache ich sowas? So. Komm her. Ne, es ist auch nicht aus Luigi's Mansion. Die Musik aus Luigi's Mansion klingt anders. Okay, das da unten war der Rückweg. Ich gehe jetzt die Level nochmal so grob durch, solange ich. Achso, stimmt ja. Stimmt ja. Ich werde nach diesem Part Final fragen, wo die Dinger sind. Oh, stimmt ja. Genau. Wow. Wow. Ich sollte nicht so komisch spielen. Wow. Stimmt, da war wieder die Trunkenheitslinie. Kann ich da rüberschweben? Nee, der Weg ist zu weit, glaube ich. Dann müssen wir dich final jetzt schon anschreiben. Das Problem ist, es bringt nichts, weil ich gerade mitten in der Aufnahme bin. Shit. Was? Okay, ich glaube, hier ist auch kein Tanuki. Okay, gucken wir das nächste Level. Ja, es war Absicht, nur keine Sorge. Westturm. Schon wieder so doofe Musik. Nee, sie ist nicht doof, aber irgendwie. Das habe ich jetzt davon, wenn ich sage, sie ist doof. Nee, irgendwie gefällt sie mir nicht. Ja, genau. Ich weiß nicht, was ich da gerade gedacht habe. Offensichtlich gar nichts. Boah! Rock verbrannt. Ja, Feuerblume, alles gut und schön, aber es bringt mir gar nichts. Ich meine, die Funktion ist ja cool mit der Flamme über dem Kopf. Bin ich doof? Boah, offensichtlich. Mach. Ich will doch nur was, mit dem ich fliegen kann. Also irgendein Anzug oder so. Welches Level war denn das nochmal mit Link? Wo er schweben konnte. Shit. Oh. Ging einfacher als erwartet. Ja, Feuerblume, das bringt mir gar nichts, vor allem weil ich jetzt groß bin. Rein da. Oh. Werd wieder klein. Steh auf kleine Mädchen. Nee, aber ganz im Ernst. Oh nein. Wobei, es ist Timing, das ist ja einfach. Was sage ich? Oh nein. Theoretisch könnte ich auch durchrennen. Zwar nicht komplett, aber ich könnte's. Das hier ist etwas schwieriger. Ja. Das hier wieder auch fordernd. So minimal. Ist zwar blöd, dass ich hier jetzt alles nochmal zeige, aber ich glaube nicht, dass Final was dagegen hätte. Sieht man sein Level wenigstens nochmal. Ah, stimmt ja. Komm her.
Eigentlich könnte ich verrecken. Ich meine, warum mache ich das überhaupt? Lalala. Ich brauche was zum Fliegen. Christa. Gibt's hier was zum Fliegen? Schon wieder Terranigma-Musik. Irgendwas zum Fliegen? Nee. Das nervt mich jetzt etwas. Aber nur etwas. Ja, ich glaube, bevor ich hier noch weiter Zeit verschwende, lasse ich es mal. Ich werde Final mal fragen, wo die ganzen Sterne sind. Oder keine Ahnung, schauen wir mal. Das war Super Mario Origins 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.